Komm schon, zeig, was du kannst, hab. Oh mein Gott, okay. Ach, das ist ja so ein Explodierheini. Ja, das ist perfekt gelaufen. Das ist perfekt gelaufen, Leute. Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars XCOM. Diesmal sind wir unterwegs mit dem guten Seth. Den haben sich viele gewünscht, dass wir den mal mit ins Team nehmen. Tab ist dabei, Echo ist dabei und Cody ist dabei und wir starten direkt den Einsatz. Ich hoffe, diesmal wird es nicht so schwer wie beim letzten Mal, denn da kam ich ja schon ordentlich in Schwitzen. Okay, und damit schauen wir rein. Wir sind noch verborgen, sollen uns hier erstmal ranschleichen, müssen hier irgendwie so ein bestimmtes Gebiet infiltrieren hier. Irgendeine bestimmte Kammer ausfindig machen. Und hier sehen wir schon, da wären Gefahren. Wir gehen einfach mal, wir schicken einfach mal unsere Einheiten ein bisschen nach vorne. Oh, da kommen schon, oh, das sind neue Gegner hier. Diese Mutons scheinen beweglicher als die bisherigen. Anscheinend okay. Okay, zum Glück haben wir Tab dabei. Der dürfte ja eigentlich relativ gute Chancen haben, den zu treffen. 81%, okay. Vielleicht kriegen wir da sogar noch eine bessere Chance hin mit ihm. Dass wir ihn nochmal ein bisschen besser positionieren von hier irgendwo. Schicken wir ihn mal hier ran. Wir werden auf jeden Fall versuchen, den unbedingt wegzuhauen. So, die anderen setzen wir auch mal so ein bisschen weiter in gute Positionen oder eventuell gute Positionen, damit wir den gleich irgendwie ordentlich treffen können. Wir können mal den guten Cody so ein Stückchen nach hier vorne versetzen. Und eventuell Echo ebenso. Und die setzen wir dann gleich auf Feuerschutz, während dann Tab den finalen Schuss setzt. So würde ich das zumindest, glaube ich, ganz gut finden. So, Seven setzen wir einmal hier hin. Und damit würde ich sagen, beenden wir den Zug. Okay, jetzt kommt es natürlich darauf an, ob der uns entdeckt oder nicht. Alles gut, perfekt gelaufen. So war es perfekt, okay. So, dann setzen wir jetzt, würde ich sagen, alle wirklich auf Feuerschutzpositionen. Und der gute alte Tab macht den ersten Schuss. Jetzt die Frage, den haben wir nur 80%. Vielleicht setzen wir das mal auf den. Ja, obwohl. Ja doch, komm, machen wir. Komm schon, zeig, was du kannst, Tab. Oh mein Gott, okay. Ach, das ist ja so ein Explodierheini. Ja, das ist perfekt gelaufen. Das ist perfekt gelaufen, Leute. Den da werden wir jetzt auch wegknallen, oder? Drei Leute haben ja noch Feuerschutz auf den und der steht komplett offen. Mal gucken, was er jetzt natürlich macht. Den kennen wir noch gar nicht. Das ist eine ganz neue Einheit. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, finde ich. Erinnert so ein bisschen bei Mass Effect an die Kroganer. Aber warum können wir den nicht abschießen? Warum können wir den nicht abschießen? Nee, jetzt? Was? Okay, das ist ja... Okay, okay, jetzt. Jetzt ist irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber ich glaube, wir haben ihn erledigt, ja. Okay, das war ja ganz, ganz weird. Alles klar. Erste Gefahr haben wir gebannt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich weiter auf die Anlage zu. Hier haben wir eine schöne Position. Hier haben wir auch eine ganz schöne Position. Tab sollte nicht derjenige sein, welcher vorläuft. Am besten macht das mal Cody oder so. Dass wir den mal ein ganzes Stück nach vorne schicken. Obwohl, schicken wir ihn erstmal hier hin. Wir können ja gleich noch ziehen. Okay, er hat ebenfalls was entdeckt. Da hinten sind Feinde. Oh, und die haben uns entdeckt, echt? So weit haben die uns entdeckt, das ist natürlich jetzt uncool. Okay, Cody, wie hoch sind deine Chancen? 70% auf den. Eventuell kann Tab auch irgendwie einen abknallen, der steht jetzt natürlich total dämlich offen. Der hat sogar eine relativ gute Chance, den hier hinten zu treffen. Wir gucken erstmal, was wir so erreichen können mit unseren Einheiten. Seven kann gar keinen treffen, was echt blöd ist, leider. Den müssen wir wohl oder übel erstmal anders positionieren. Eventuell nach hier vorne. Dass er zumindest in voller Deckung, was glaube ich ganz gut wäre. Der kann als nächste Runde irgendwas wirklich Sinnvolles machen. Oh, und das noch mehr. Okay, Leute, jetzt wird's langsam haarig hier. Jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig. Wir haben noch Echo. Der steht leider auch sehr weit hinten. Eventuell kann er von hier hinten irgendwie was treffen. Da bin ich mir allerdings jetzt nicht so ganz sicher. Inwiefern das jetzt möglich ist. Doch, doch, der kann den hier treffen. Wir versuchen es mal. Den dürfte Echo eigentlich treffen können und eventuell sogar direkt töten. Ja, perfekt. Genauso habe ich mir das erhofft. Jetzt haben wir eventuell sogar Cody, der... Er kann nur die Deckung von dem da wegnehmen. Das ist nicht so gut. Das reicht nicht. 56%. Wie machen wir das? Wir versuchen es erstmal mit Tab. Tab kann das Geschütz zu 100% treffen. Aber den Typen hier auch zu 76 und der gefällt mir nicht. Ich weiß auch nicht genau,
Der konnte, glaube ich, immer diese Schilde geben, ne? Den versuchen wir mal... Ah, schade. Ich wollte gerade sagen, den versuchen wir mal zu treffen. Und eventuell geben wir jetzt mit Cody einfach Feuerschutz. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Okay, jetzt passiert noch irgendwas. Oh, ernsthaft schon wieder? Oh, Mann. Schon wieder einer dieser verdammten Auserwählten. Das gibt es doch einfach nicht. Wie viele Auserwählte kommen denn da immer noch? Okay, jetzt kann Cody zeigen, was er kann. Komm schon, mach es. Cody, treff ihn. Ach, er schießt daneben. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay, der da hinten. Die schießen jetzt alle auf Seven, oder was? Nee, wirft er eine Granate? Nee. Was machen die genau? Okay, er zieht jetzt sein Schild. Das habe ich gedacht, dass das eben schon passieren würde. Okay, jetzt weiß ich nicht genau, inwiefern man jetzt eventuell den einen Typen töten muss, damit man das Schild zerstört quasi. Ich will das nämlich versuchen. Ich will den hier wegkriegen, Kollegen. Ich will den hier wegkriegen. Ich hoffe mal, man kann die Deckung von dem jetzt zerstören. Durch die Granate. Geschützt. 62. Der ist immer noch da. So funktioniert das nicht anscheinend. Verdammt, wie machen wir das denn dann? Kann man den wirklich nicht kaputt machen, den Truck? Bei ihm? Ich versuch's nochmal, Leute. Doch, okay. Ja, so wollte ich das sehen. So wollte ich das sehen. Und jetzt ist das Schild nämlich auch weg. Genauso wollte ich das haben, Leute. Genauso wollte ich das haben. Komm, Echo, zeig, was du kannst. Stark. Und jetzt kann Tab eventuell sogar noch einen davon kriegen, den da eher nicht. Dann schießen wir lieber auf das Geschütz oben. Machen nicht so viel Schaden, aber immerhin ein bisschen was. Jetzt die Frage, was er jetzt gerade macht. Der versucht erstmal in Deckung zu kommen. Der schießt auch wieder auf Seven. Aber Seven weicht aus, das ist super. Okay, ich muss nur ein bisschen aufpassen auf diese Auserwählte, die gleich auch noch irgendwo kommt. Aber das kann ich handeln auf jeden Fall. Das Ding hier kann ich erstmal handeln. Den trifft er bestimmt nicht. Der ist gut in Deckung da. Jetzt kann Tab das Geschütz oben zerstören. Ich glaube, das dürfte eigentlich alles hinhauen. So, Präzisionsschuss oben auf das Geschütz drauf nochmal, bitte. Ach, er hat es nicht kaputt bekommen. Oh, er kann... Nee, hä, warte mal, das sah ja ganz komisch aus. Er hat es leider nicht kaputt bekommen. Vielleicht kriegt Seven das ja hin. 65% immerhin. Ja, okay, er kriegt's hin. Sehr schön. Ist natürlich jetzt nicht so optimal gelaufen, wie gehofft. Aber nun gut. Jetzt haben wir Cody... Jetzt weiß ich nicht genau, ob es der hier in Feuerschutz ist oder nicht. Wir versuchen es mal. Ich hoffe, der ist jetzt nicht in Feuerschutzposition gegangen. Nein, ist er nicht. Ja dann, Cody, beende das Ganze. Super. Perfekt. Okay, jetzt können wir Echo noch ein bisschen nach vorne mitziehen. Aber wir müssen jetzt gucken, wo gleich diese verdammte Auserwählte auftauchen könnte, ne? Da müssen wir jetzt echt drauf achten. Die wird gleich auch noch irgendwo auftauchen, Leute. Es gibt keinen Ort. Da ist sie. Da ist sie, Leute. Jetzt ist die Frage, was macht sie jetzt? Ich hoffe, die kann jetzt nicht direkt Cody attackieren. Ich weiß es nicht genau. Beim letzten Mal hat sie, glaube ich, auch erstmal nur zwei Leute wiederbelebt. Kommen die jetzt häufiger? Das ist ja echt übel. Der Außerwelt ist genau dort, wo wir ihn haben wollen. Greifen wir an. Okay, wir müssten aber eigentlich... Müssten wir ganz gut rankommen. Wir laden erstmal ganz kurz nach mit Cody. Jetzt müssten wir ja eigentlich richtig stark treffen können, ne? Cody müsste da jetzt eigentlich richtig gut einen mitgeben können. Jawohl! Neun Schaden! Okay. Direkt mit Echo auch hin, Leute. Direkt mit Echo auch hin. Und auch hinterher alles drauf, was... Der kann die nicht treffen? Aus dem Winkel kann er jetzt nicht treffen. Okay, das ist merkwürdig. So, Seven kann auch nochmal nach vorne. Der kann aber treffen, oder? Okay, Seven kann treffen. Kritisch auch. 7 Schaden. Mich wundert es gerade, warum kann denn... Oh nein, warum habe ich denn... Aber egal, ich kann, glaube ich, mit der Granate die töten. Wundert mich jetzt aber trotzdem ein bisschen, dass er von hier nicht... Also irgendwie ist da was merkwürdig. Egal. Wir kriegen die, glaube ich, direkt. Wir kriegen die direkt weg. Das ist absolut perfekt gelaufen, Leute. Also so gut gelaufen ist es. Die hat mir gar nichts machen können. Nicht mal irgendwie aus dem Schatten irgendwo einen attackieren oder so. Das ist super, hat super geklappt. Okay, Tab ziehen wir auch noch mit nach vorne, damit er mit dem Team aufschließt. Der konnte eben leider auch nicht treffen, weil die stand da hinter dem Wagen hier. Jetzt sollten wir eventuell erstmal ein bisschen nachladen und gucken, dass wir unsere Leute gut in Position ziehen können. Okay,
Wir gucken mal mit Echo, ob wir da was aufkriegen. Obwohl, wir können vorher die Leute mal ganz kurz auf Feuerschutz stellen. Falls denn da jetzt ganz offen welche rumstehen, dass wir die dann direkt attackieren können. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Wir sehen erstmal keinen. Okay. Okay, wir hören, da drinnen sind irgendwo welche. Irgendwo da drinnen sind auf jeden Fall sich welche am Bewegen. Da, okay. Oh mein Gott, okay. Das ist nicht so schön. Feuerschutz, das ist auch nicht so gut. Tab kann da einen treffen, ja, das ist ja sick. Okay, versuchen wir es mal. Snipe da erstmal durchs ganze Gebäude durch, Tab. Der trifft sogar, ja, nice. Der ist aber nicht besiegt, oder? Doch, der ist besiegt. Ja, geil, wie gut ist das denn bitte? Okay, da drin ist noch dieses komische, AT-RT-Walker. Der ist leider auf Feuerschutzposition. Das macht mir ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Aber Echo kann ihn auch so treffen. Ich weiß jetzt nicht genau, was der für Moves drauf hat. Ob der nicht ultra gefährlich ist. 2 Schaden nur. Ah. Hier drüben könnte man flankieren. An den Fenstern. Und eventuell ist das eine ganz gute Taktik, oder? Versuchen wir das mal. Ich hoffe jetzt natürlich, dass da nicht auch noch Gegner sind. Das wäre jetzt extrem blöd. Wenn jetzt hier auch noch welche auftauchen, dann habe ich Cody jetzt ziemlich in Gefahren geschickt. Nee. Das passt, okay. Ich will jetzt halt auch nicht... Ja, der will da durchrennen, das ist doof. Ich will jetzt auch nicht die Leute halt reinschicken, weil der, wie gesagt, auf Feuerschutzposition ist. Und wenn die auf Feuerschutzposition sind, dann... dann schießen sie natürlich auf die Leute drauf, die dann reinstürmen jetzt, ne? Deswegen mal gucken, was er jetzt macht. Ich bin gespannt. Er läuft erstmal ein Stück nach hinten. Aber er wird auf irgendjemanden schießen wollen, glaube ich. Was macht der? Unterstützungsfeuer. Okay, das dürfte ihm jetzt gerade gar nichts bringen, glaube ich. Tab kann auf jeden Fall jetzt treffen. Das ist natürlich sehr gut für mich. Alter, ich liebe Tab einfach, ne? Dafür, dass der so gut trifft. Wir haben unsere Leute richtig schön positioniert. Der dürfte die Runde auf jeden Fall nicht überleben. Unterstützungsfeuer entfernen, okay. Wahrscheinlich hätten wir jetzt mit Echo irgendwie nicht rausschießen können. Oder nur schwerer rausschießen können. Versuchen wir es mal mit Cody, das ganze Ding hier zu beenden. Der hat ja schön flankieren können. Trifft auch gut. Sehr schön, das Teil ist kaputt. Ja, so wollte ich das sehen. Perfekt gelaufen. Okay, schicken wir Echo nochmal ein Stückchen weiter nach vorne. Seven können wir auch noch schicken. Den stellen wir einfach mal hier so in die Konsolen ran. Ich glaube aber fast, wir haben jetzt hier den Innenraum erstmal geklärt. Zumindest hätte ich sonst erwartet, dass da noch mehrere als Verstärkung kommen. Da draußen sind noch welche. Oh nein, so ein Schlangenviech. Oh nein. Und dass die uns jetzt entdeckt haben, ist ja auch ein bisschen komisch, ey. Ja, gut, Tab kann erstmal nichts machen. Tab kann erstmal gar nichts machen, die Runde. Der wird auch irgendwann nachladen müssen erstmal. 55, das ist nicht gerade viel. Können wir den die Deckung wegnehmen? 82, wir haben eine Claymore. Claymore kann ich nie so weit werfen, ne? Nee. Niemals. 82 auf den, 77 auf den Viper-Typen. Cody könnte natürlich auch versuchen zu flankieren. Wenn er sich hier hinstellt, ist das was? Kann der dann da so durchschießen? Ich versuch's mal, Leute, ich versuch's mal. Ach du Scheiße. Okay, das ist keine gute Position. Die Dinger können wahrscheinlich nicht irgendwie... Was kann er da abschießen? Das Teil. Okay, nee, das bringt mir gar nichts. Die können hier auch einfach um die Ecke laufen, ne? Das ist alles gar nicht gut. Den Cody habe ich jetzt an eine dumme Position geschickt. Vielleicht geben wir mit dem hier einfach mal das Hilfsprotokoll, dass wir jetzt einen unterstützen. Und zwar am ehesten Seven. Ich glaube zumindest, das ist der, der am ehesten getroffen wird. Der schickt einfach mal seine Drohne los. Nächste Runde muss ich den besser positionieren. Der steht einfach gerade nicht gut. Habe ich falsch gemacht in irgendeiner Form. So, jetzt ist die Frage. Versuchen wir es einfach mal, ne? Oh, wir treffen immerhin. 25, 55, ja gut. Mir bleibt nicht viel anderes übrig. Komm, wir versuchen's. Ich hoffe, das Viech... Ja, shit, daneben. Ich hoffe, das Viech wird mich jetzt nicht bösartig verletzen, weil das war auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Gegner. Oh nein, die schießen jetzt auf... Feuerschutz, okay. Jetzt haben sie Cody vergiftet. Ach, der macht ja sein Schild, Mist. Ach, das ist alles blöd, Mann. In Panik. Oh nein, was ist das denn jetzt?
Ach du Scheiße. Oh, bitte triff nicht. Zum Glück trifft er nicht. Der Schuss sah übel aus. Der muss sich irgendwie beruhigen. Was ist denn da los, Mann, in Panik? Menes 1-5, Sie haben den Doktor gehört. Den Kanister sichern. Ja, den Kanister sichern. Alles gut. Oh, der schießt jetzt... Oh nein, schießt jetzt automatisch einfach so? Kann ich ihn jetzt noch steuern? Oh nein, Cody kriegt auch noch Schaden. Immer noch in Panik. Oh nee, wir können den jetzt nicht steuern. Okay, Seven rennt erstmal in Deckung. Ja, hier ist überall Gift jetzt. Ich muss, Ach du Scheiße, der kann sich auch nur so wenig bewegen. Das ist aber auch dämlich, oder? 41, nee. Das ist absolut dämlich. Wir stellen den lieber hier hin. Ich hoffe, das zählt jetzt als Deckung. Tab kann noch schießen. Okay, komm, versuchen wir's. Der trifft nicht. Nein, er trifft nicht. Oh Leute, das ist nicht gut. Bei denen kassiere ich jetzt richtig böse. Och, der trifft auch nicht. Die schießen wieder auf Cody. Oh oh. Oh oh. Ich brauche jetzt Echo ganz dringend wieder. Ich brauche ganz dringend jetzt Echo wieder. Der darf jetzt nicht mehr in Panik sein, sonst verliere ich hier gleich Cody. Der stirbt mir weg, Leute. Vergiftet. Oh nein, der kriegt so viel Schaden. Zum Glück ist der recht hoch geskillt, desorientiert und umschlungen. Ich muss nachladen. Aber das dürfte erstmal kein Problem sein, oder? 84% Chance auf ihn hier. Komm, du musst jetzt treffen, mein Kollege. Tab, komm, bitte treff ihn. Kann der den da irgendwie wieder raus? Irgendwie wieder rausziehen? Ich glaube, das hat er gemacht, oder? Ja! Was? So schlechte Chancen nur? Na gut, der ist wahrscheinlich komplett verwirrt. Egal, bitte treff. Er trifft nicht. Er schießt daneben aus einem Meter Distanz, ey. Aber Echo. Echo kann. 6 Schaden, das reicht nicht ganz. Er kann nur den treffen. Ah, wie mache ich das? Okay, wir begeben uns mit ihm hier erstmal in unsicheres Terrain. Wir müssen versuchen, das Viech hier wegzukriegen, Mann. Das gibt es doch gar nicht, Mann. Warum schießen die alle daneben? Oh, bitte, Cody, überlebt das. Fuck. Bist der jetzt tot? Da stand verblutet. Ist der jetzt gestorben? Verblutet. Ich weiß nicht genau, was jetzt ist. Seven ist derjenige, den ich am ehesten... Kann der da hin? Muss man den jetzt aufhelfen oder so? 40. Da ist diese Medizindrohne auch noch. Der wird den nicht mit einem Schuss töten können. Das ist mein Problem gerade. Egal. Wir schicken Echo mal dahin. Ich muss jetzt handeln. Diese verdammte Rüstungsfähigkeit, die ist so stark, ne? Oh, ich darf nochmal. What? Ich bin gerade total verwirrt, ob ich jetzt irgendwie... Diese Kugel macht gar nichts. Schild entfernt. Ja gut, das ist egal. Okay, können wir jetzt irgendwie hier... Wir können den aufheben. Einheit tragen. Hebe dieses Ziel als Einheit auf und tragen. Okay. Okay, ich glaube, er ist noch nicht ganz tot. Mein Gott, aber da steht ja mal verblutet. Aber ich sollte jetzt so schnell wie möglich zum Exfiltrationspunkt kommen. Bis die beiden hier raus sind. Mein Gott, ich darf doch Cody jetzt nicht verlieren, Mann. Okay, Echo.
Echo geht jetzt, also ich brauche Echo jetzt, der muss jetzt hier mal die Leute weghauen, es geht nicht anders. Wir müssen die jetzt langsam alle bekommen. Das ist anders leider nicht möglich. Nur noch diese komische Drohne lebt, ich glaube, die kann eh nicht wirklich viel. So, wir schicken Tab nach vorne. Ach shit, jetzt habe ich den natürlich voll offen positioniert. Ich hoffe, die Drohne greift den jetzt nicht an. Aber ich glaube, die Drohne macht auch nicht wirklich irgendwas, oder? Was macht die denn andauernd? Ach, die macht das mit dem in Panik versetzen. Ah, das ist natürlich uncool. Aber er schießt sie panisch kaputt. Na gut. Panik entfernt. Alles klar. Verblutet. Verblutet immer noch, steht dabei. Komme ich hier hin? Ja. Okay, ey, ich hau mit denen jetzt ab. Ich habe keine Ahnung, wie lange man mit Cody jetzt überleben kann. Ich glaube nicht, dass das gut ist, wenn ich den jetzt noch lange auf dem Schlachtfeld behalte. Deswegen, ich versuche jetzt einfach nur noch abzuhauen. Ich hoffe, der wird das irgendwie überleben. Aber er wird ja auf jeden Fall weggetragen und steht immer noch dabei verblutet. Ich hoffe, der kriegt jetzt irgendwie sofortige Unterstützung. Der wird ewig im Krankenhaus liegen. Ach, du grüne Neune, Mann. Und ich hatte schon die Befürchtung, der stirbt mir jetzt. Ich bin mal gespannt. Okay, Tab haut auch ab. Jetzt brauchen wir nur noch unseren Cody. Den werden wir auch versuchen zu evakuieren. Aber der muss ja noch das Ding mitnehmen. Und weg hier. Oh. Oh. Gut, Echo müssen wir jetzt hier auch noch irgendwie rauskriegen. Jetzt ist da bloß das Problem, dass hier noch Gegner kommen. Inwiefern können die denn direkt schießen, ist die Frage. Ich werde jetzt... Ich habe nur noch Echo hier. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler gewesen. Dass ich mit allen anderen schon weg bin. Was kommt denn da? Da kommt ein Flammenwerfer, habe ich gesehen. Zwei Stormtrooper oder was? So ein Medidruide habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, die können... Können die jetzt direkt angreifen? Ich glaube schon. Verdammt. Ich glaube, die können direkt attackieren, ne? Ist das gemein? Warum können die denn auch direkt neben meinem Evakuierungspunkt runterkommen? Okay, die laufen aber. Also der eine läuft ja ganz bescheuert. Vielleicht können die auch noch nicht angreifen. Okay, das Ding kann angreifen. Oh, treff nicht, treff nicht. Oh mein Gott, habe ich Glück gehabt. Okay, die können natürlich voll auf Feuerschutz gehen. Wir hauen ab. Wir hauen ab, wir hauen ab, wir hauen ab. Tschüss. Ich hoffe, ihr habt keinen Feuerschutz. Nee, ihr habt keinen Feuerschutz. Okay, immerhin, das ist nicht so extrem unfair, dass die jetzt direkt einen attackieren. Ach, du grüne Neune. Mein Gott, ich hab Cody, glaube ich, so hart verloren. Jetzt bin ich gespannt, was da steht an Tagen, wie lange der im Krankenhaus liegt. Man muss hier teilweise auch so operationsfähige Augmentationen erforschen. So bessere Beine und so ein Kram. Leicht verwundet, schwer verwundet. Schwer verwundet. Brauch Kopfaugmentation. Scheiße. Okay, das müssen wir uns erstmal erforschen und bauen. Das ist natürlich dafür da, dass man, oder damit gemacht, dass man hier die ganze Zeit lootet und so. Dafür kriegt man dann diese ganzen Sachen. Aber Cody ist so schwer verwundet, der wird keinen Einsatz machen können, bis ich ihm jetzt nicht den Kopf quasi, ja, wieder mit irgendwelchen Ersatzteilen und so weiter geflickt habe. Der ist sonst komplett weg. Der ist sonst komplett kaputt. Okay, Leute, damit würde ich sagen, das war's mit der Folge. Das war jetzt echt ein Schock, Mann. Ich hoffe, ich krieg das erforscht. Ich werde gleich einfach mal nachgucken und dann werden wir es sehen. Ich glaube aber, ich habe diese ganzen Sachen schon erforscht. Ich muss es nur herstellen mit den ganzen Sachen, die ich so gelootet habe und so weiter. Von daher, das war's jetzt mit dieser Folge. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn es weiter so schwierig wird, dann werde ich früher oder später bald den ersten Soldaten verlieren. Trotzdem natürlich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao, ciao.